Ich lass die Rute wieder hängen in der Tiefseelandschaft. Heute bomb ich an den Haken eine Tigergamba. Wenn ich's beiß, schmeiß ich einfach Dynamit am Sandstrand. Ich bin dein Lieblingsangler, ja. Hey, dein Lieblingsangler. So, André macht hier schon mal die Naturködervorfächer da drauf. Denn wir wollen es heute auf Seehecht versuchen. Und wenn wir hier mal rausgucken, es regnet, alles ein bisschen dusig. Aber das soll sich gleich aufklaren und der Wind ist heute relativ weg. Hier haben wir eine Kiste mit unseren Naturködern drin. Die fasse ich jetzt noch nicht an, die stinkt nämlich. Da haben wir Makrelen, da haben wir Köderfilets drin und Lumpfilets. Hier stehen meine Angelruten fertig montiert. An der Rute habe ich ein Überbeißersystem dran. Da habe ich nur den Überbeißer abgemacht, das nehme ich einfach für Filet auf Grund. Auf dieser Rute habe ich ein Kalamarsystem drauf. Und wir wollen heute Seehecht versuchen zu fangen. Und jetzt bereiten wir noch alles ein bisschen vor und dann machen wir uns auf den Weg ans Wasser. Guten Morgen. Ey, wen haben wir denn da? Da steht mein neuer Freund, die Gans. Ey, da ist er ja. Guten Morgen. Und nicht wieder attackieren. Oh, guck mal hier. Ei. So, wir sind jetzt hier am Aufbrechen zum Angelspot. Wir wollen ja heute auf Seehecht angeln. Jetzt haben wir hier unsere Kollegen getroffen und das Allercoolste ist, sie haben Seehechte die Tage gefangen. Good morning, mein Lieber. Hallo. Good morning, mein Lieber. Morgen. Und jetzt lassen wir uns erklären und zeigen, wo die Seehechte hier rumgeschwommen sind. Also wir befinden uns ja hier momentan. Wenn man hier rumkommt, diese Stange. Aha. Und dann bis hier rüber kann man sich auf jeden Fall orientieren. Ja, mega. Ja, also. Das ist so herrlich. Vielen Dank, mein Lieber. Wollt ihr noch einen schönen Gruß bestellen an den besten Freund oder an die Frauen? Ja, viele Grüße an alle, die uns kennen. Ja, an die Kinder, an die Frauen. Ja. Petri. Petri, hi. Juhu. Wir starten den Tag in einer der atemberaubendsten Kulissen, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Doch schon nach kurzer Zeit war die Landschaft vergessen. Denn wir trafen zwei Norweger mit ihrem Boot, deren Motor kaputt war. Wenn er gesehen hätte, wie ich eingeparkt habe, dann würde er jetzt das Netz machen. Okidoki. Perfekt. Inside. Zum Glück habe ich mal meine Bootsnavigationslizenz gemacht. Jetzt fahre ich schon zwei Boote. Obwohl das Boot ist größer, das darf ich gar nicht fahren, glaube ich. Und ab geht es ein paar Seemeilen in den nächstgelegenen Fjord. Get out, your boat. Ah, da kommt's. And all the best. Ciao. Die Leute wollten uns sowas geben, wir wollen natürlich nichts dafür haben. Und jetzt geht's los, meine Lieben. Ach so, oh! Sie präsentierten uns noch ihren Fang, den sie uns schenken wollten, aber wir waren ja selbst zum Angeln da. Es war schön, dass wir helfen konnten. Thank you! Also, hier haben wir das Oktopus-System. Da kommen jetzt hier die Köder dran. Das sind die Köder von gestern. Machen wir hier schön Fischfetzen dran. Makrele, Köder. Hauptsache, das ist schön fest. So wie die zwei super netten Kollegen aus dem Angelcamp uns das gesagt haben, sind wir jetzt auf dem 80 Meter hohen Plateau und lassen uns über das Plateau in verschiedene Wassertiefen treiben. Okidoki, uns geht runter, meine Lieben. Da geht es in die Tiefe. Mal gucken, was wir fangen. Juhu! André, schlag ein. Bumm! Die Angelruten sind fertig, meine Lieben. Da liegt eine, die ist so 10 Meter über Grund. Die hier ist relativ eigentlich am Grund. André macht das Gleiche und jetzt esse ich erstmal ein schönes Brötchen. Räucherforelle, geschenkt von Elba, vom Hausbesitzer. Oh, herrliche Sache. Und jeden Tag, den man erleben kann, wo es einem gut geht, sollten wir auch genießen, weil nicht jeder Tag ist so und nicht jeder Tag war so in meinem Leben. Deshalb bin ich sehr dankbar, dass ich hier mit André stehen kann auf dem Boot. Ja, da zieht's, da ist der erste Fisch. Ist das cool. Alter, da kommt der Adrenalin so hoch, du. Ich tipp mal ab. Oh. Ja, das ist ein Fisch, Alter. Wenn das ein Seehecht ist, du. Oh.
Alter. Und Leng. Ein Seehecht. Alter, ein Seehecht. Ein Seehecht. Oh. Nicht abgehen. Nicht abgehen. Alter. Komm her. Einfach ranheben wir vielleicht. Oh. Ja. Und raus damit. Ja. 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 Die Reise ist nicht umsonst gewesen. Es ist der erste Seehecht meines Lebens. Wow! Alter! Zieht euch diesen Fisch rein, meine Lieben! Plan ist aufgegangen! Das ist einfach nur ein Traum, dieser Fisch! Merluza! Und das Schöne ist, ich esse ihn ja immer in Spanien. Und jetzt kann ich sagen, ich habe schon mal einen Seehecht gefangen. Geiles Teil! Hammerfisch! Einfach nur herrlich! Einfach nur dankbar! Und der wird tätowiert. Den finde ich nämlich richtig cool, Mann. Juhu! Ja! Du Armer, tut mir leid. Alter, war ich aufgeregt. Zieht euch diesen Fisch rein. Boah. Also André muss jetzt noch nachlegen, dann freuen wir uns richtig. Ich weiß, das war eine katastrophale Landung. Das ist mir auch scheißegal, ich war voll aufgeregt. Aber ich kann auch mit dem Ding hier nicht richtig landen. Also im normalen Gaff gehst du ja über den Fisch und dann machst du Klack. Und hier irgendwie auf das Ding komme ich nicht so richtig drauf klar. Ist aber auch egal, es ging ja alles gut. Wir sollen ja auch nicht gut aussehen bei der Landung. Ich bin so dankbar, so dankbar. Ich zeige euch jetzt nochmal hier den Fisch. Seht ihr, was das Teil im Maul hat? Ganz schöne Flossen, sag mal. Erinnert von der Optik so ein bisschen an eine Mischung aus Barracuda und Leng. Wird halt in Spanien sehr oft gegessen und für mich ist das halt immer schön, wenn man den schon mal gefangen hat. Das ist einfach was Besonderes. Ich bin da wie ein kleiner Junge. Naja, ist ja auch wurscht. Ich freue mich ganz hart und es gibt ein Tattoo. Herrlich. Friends and Friendinnen, meine lieben und liebenden Frischverliebten, jetzt gibt es noch einen schönen Seehecht-Rap. Und zwar gibt es jetzt ein Lied, 60 Ballerbars von meinem allerersten Album. Es ist ein straighter Rap-Song, den spiele ich kurz an, dass ihr noch ein bisschen Rap hier in dem Video habt. Es geht los! Junge, beeil dich, hau ab, das war's. Der Rache geht ans Mikro, ballert 60 Bars. Das Mofa fährt nicht 25, sondern es macht 110. Manchmal fahr ich nur in Boxershorts, das ist wunderschön. Stell dir vor, wie der Wind über meinen Körper streift. Bin ich wie ein Vollgestörter über meinen Highway Heights. Ich geh in die Eisdiele, dabei hab ich meinen Becher. Denn das Eis von Aldi ist einfach um Weiden besser. Ich geh zum Buffet, bin ein Tupperware-Praktikant. Unterm Tisch pack ich ein, was ich an der Theke fand. Ich steig in ein Taxi ein, lass erstmal einen harten Furz. Dann sag ich halt an der Tanke, ich habe gerade Durst. Er hält an, ich hol Bier, gönne mir die Dose 4. Mir wird schlecht, so ein Shit ist richtig, wenn auch Hosen hier. Die sind regellos, ihr anderen, ihr redet bloß. Ich geh mit nem Flachmann in die Disco, halt mein Pegel hoch. Ich steig auf mein Bike, fahr in deinem Garten rum. Springe über Gartenzwerge, hau ab mit nem harten Schwung. Party Black and White, ich geh hin. Yo, 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 das war's schon, meine Lieben. Crazy Malaysi! You! Auf geht es zu dem nächsten Spot, einen kleinen Unterwasserhügel am Eingang dieses Fjordes auf ungefähr 40 Meter, in der Hoffnung, dass André dort seinen Seehecht fangen wird. Boah! Alter! Boah! Jetzt ist hier der erste große Fisch, glaube ich, eingestiegen. Ja! Alter! Achtung, mach mal die Angel hoch, bitte. Da kommt irgendwas hoch. Seehecht oder Lump? Seehecht. Leng. Ein Leng, Alter. Wow. Ja, wie geil ist das denn? Wie cool ist das denn? Meine Lieben, da ist er, der erste Leng der Reise. Einer der schönsten. Ganz brutaler Fisch. Zieht euch diesen Fisch rein. Herrlicher Fisch. Ganz brutal. Ich freue mich. Kam jetzt ganz unverhofft auf den Fischfetzen. Brutal einfach. Wunderschöner Fisch. Doch jetzt werden sich die Ereignisse überschlagen. Denn aus Leng wurde länger. Einfach nur noch brutal. Also jetzt ist das erste Gerät des Urlaubs dran. Boah, der bockt richtig rund. 200 Meter. Guck mal. Alter, ich krieg den nicht geliftet. Alter, ich krieg den nicht hoch, André. Komm.
Gib Stulle. Jetzt kommt. Alter. Da siehst du. Alter. Denk vom Grund. Richtiges Monster. Also ich weiß nicht, was das ist, aber das ist. Boah. Fast wie ein Hänger. Danke, lieber Gott, dafür. Amen. Kriegen aber geliftet. Das ist der Norwegenfisch meines Lebens, wenn der rauskommt. Alter, das ist. Das Gute ist, dass du. Um die ganze Kraft meines Körpers zu nutzen, gehe ich in die Knie und mache Kniebeugen, um den Fisch so die 220 Meter hoch zu leiern. Ganz dicke Maschine. Ganz dicke Maschine kommt auch. Oder ich habe einfach kein Maggi mehr in der Arme. Was ein Tag hier. Der Fisch ist so groß, dass man den Fisch auf unserem Echolot sieht. Ein Monster. Siehst du, ich habe wieder gebetet, André. Danke, Herr Jesus, dafür. Amen. Ich bin sicherlich nicht der beste Angler, aber ich habe den besten Beschützer und den besten Aufpasser immer an meiner Seite. Der kommt gleich dahin. Da kommt er. Da kommt er. Alter, was ist denn das? Wow! Gib das Gaff her. Was ist denn das? Was ist denn das? Alter. Was ist denn das, bitteschön? Das gibt's doch gar nicht. Eieieiei. Ah, die haben ja spitze Zähne. Alter! Falter! Ah, geh mal nach vorne. Auf die andere Seite vom Boot. Alter! Falter! Was ist denn das, bitteschön, für ein Leng? Das ist ja ein Long. Alter Schwede! Was ist denn das für ein Fisch, meine Lieben? Oh, das hätte ich mir beim besten Willen nicht träumen lassen. So eine Länge hier, das ist ja das Unvorstellbarste, was es gibt. Einfach nur brutal. André! Alter! Guckt euch diesen Fisch an. Ein Leng. 200, wie viel Meter hat er gebissen? 20. Riesiger Fisch. Monsterleng. Einfach nur brutal. Ganz krass. Dieser Fisch, diese Fische. Ganz krass. Wow. Da fehlen selbst mir die Worte. Ich will mich gerade nochmal bei der Angeldomäne als letztes bedanken für die Unterstützung. Kauft bitte bei der Angeldomäne alle, die Spaß beim Lieblingsangler haben, weil nur dank der Angeldomäne bin ich hier am Start. Und vielen, vielen Dank auch Angelreisen Teltow, die uns hier hingeschickt haben. Einfach nur krass, zweiter Angeltag, so ein Fisch. Wir sind keine Norwegen-Spezies, absolut nett. Wir lieben nur Angeln und das ist ein krasser Fisch. Oh, einfach nur brutal, dieses Gerät. Was eine Maschine! Juhu! Crazy! Und meine Lieben, jetzt guckt euch mal an, wie lang dieser Fisch ist. Ich bin 1,90 Meter und dieser Fisch ist echt lang. Das ist ein krasser, ah, meine Finger. Armes Teil, tut mir leid, wunderschöner Fisch. Aber ohne Ende zu essen. Und das ist einfach cool, Mann. Ja. Yeah. Danke, André. Und danke an Lulu und meine Familie. Und auch an meine Mutti. Und mein Vati. Yeah. Julia, ich vermisse dich auch. Mein Kopf ist so voll wie der Eimer, oh yeah. Lieblingsangler, freier Tür auf dem Meer. Erst tankt das Boot, dann holen wir Fisch. Weiß die Route in den Schrank, da steht rum auf dem Tisch. André! Was ist denn das? Das ist ein Bock, Alter, ein Bock. Oh. André hat jetzt noch weiter geangelt, auch in der Hoffnung, dass er noch einen dicken Fisch kriegt. Ich habe aufgehört, wir haben jetzt ganz lange hier gesprochen. Und jetzt ist auf einmal die Angel bei ihm auch noch krumm.
Und ich kann mir vorstellen, dass da noch ein dicker fetter Länge jetzt hochkommt. Ich freue mich total für André und jetzt gucken wir mal, was da rauskommt. Herrlich. Ich glaube, wir machen einen Cut. Es sind noch 52 Meter. Danke, Angeldomäne. Es ist der Hammer, ehrlich. Und Angelreisen Telto, vielen, vielen Dank. Gruß an Lennart. Hier kommt er hoch. Zwei Dorsche. Ne, zwei Lumpen. Alter. Alter. Was ist denn das? Unfassbar. Schlag rein. Absolute Monsterlumps. Einfach nur crazy. André hatte an dem einen Beilfänger so einen kleinen Hai. Der sieht ganz schön mitgenommen aus, der Arme. Jetzt gucken wir, ob wir den wieder releasen können. Ganz schnell hier hin. Wenn wir ganz viel Glück haben, kann er sich erholen. Er bewegt sich noch ein bisschen. Und wenn nicht, dann wird er wahrscheinlich jetzt von den Möwen gleich gegessen. Es tut uns leid, das passiert halt auch. Aber wir machen Catch und Cook. Wir sind hier, damit wir respektvoll gefangenen Fisch gut essen können. Und jetzt hoffen wir, dass der Hai sich ein bisschen wieder erholt. Komm, Fischi. Und das schwimmt runter. Da schwimmt er. Hoffen wir, dass er sich davon gut erholt, der arme Kerl. Ja, was soll ich sagen? Ich bin natürlich total kaputt. Das ist schon anstrengend, aus 260 Meter jetzt die Dinger hochzupumpen. Aber das ist schon mega. Das ist schon mega. Vielen Dank. Krasser Fisch. André, und jetzt geht's heim. Ahoi. Auf die Fische, mein Lieber. Oh, ist gut. Das ist geil, oder? Mhm. Hey. Meine Kollegen, die mir heute die Seehechtstelle verraten haben, die müssen jetzt natürlich auch noch mal kurz mit mir anstoßen. Das ist ja klar. Weil hier ist die ganze Gang und jetzt trinken wir alle noch ein anderes Getränkchen. Es war so herrlich. Jetzt gleich wird ja gegessen, aber erstmal tue ich hier mit meinen neuen Homies anstoßen. Auf sie und auf Norwegen. Auf Norwegen. Auf Norwegen. Auf Norwegen. Auf Norwegen. Auf Norwegen. Hey. 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 Dankeschön! Erfahrung hast du schon? Oh, lecker! Der schmeckt fast so lecker wie das bei mir aus der Flasche. Oh. Soll ich dir das Wetter geben? Jetzt bekomme ich tatsächlich noch ein echtes Schaschlik hier in Norwegen. Meine Lieben, gestern Abend, der Lump war lecker. Das hier ist genauso lecker. Vielen, vielen Dank. Ihr seid die Allerbesten. Einfach herrlich. Boah. Nun ging es mit meinen neuen Homies an die mitgebrachten Spezialitäten der Hausfrauen. Das ist nur für nach Hause weg, ne? Nur für nach Hause. So kommen wir auch hier hin. Ja, und dann essen wir zwei Tage vom Rest. Oha. Ja? Das Boah. Ist aber lecker, du. Boah! Schatzi, guck mal, YouTuber sagt lecker, ja. Dann ist das lecker. Wenn er das sagt, dann wunderbar. Nicht YouTuber, der Mikey-Mann. Also, okay. Der Mikey-Mann, ja, okay. Da ist sie, die Lulu. Meine Frau, die Beste. Und hier liegt mein Fisch, mein Lieben. Kein Mensch ist mehr hier, ich telefoniere mit Lulu. Aber ich war so cool unterwegs mit meinen neuen Freunden. Ach, und jetzt werde ich gleich filetieren. Ach, einfach nur herrlich. Was ein schöner Tag hier in Norwegen. Das ist so herrlich. Ach, und was ein dicker Lenk. Das wird crazy mit dem Filet. Aber ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder in der Küche. Weil jetzt muss ich erstmal filetieren. Wenn das mal nicht das Beste ist, was es überhaupt auf der ganzen Welt in der Pfanne gibt, dann weiß ich auch nicht. Frischer Seehecht, gefangen hier im Fjord. Crazy Malaysia. André ist schon am Schlafen, ich zieh mir jetzt gleich das Teil rein. Die ganze Welt ist schon am Schlafen, ich sitze hier mit meinem Seehecht. Boah, dieser Fisch ist einfach der absolute Hammer. Wenn ihr die Gefühle jetzt hättet, die ich jetzt habe, das würdet ihr mit dem Kopf in der Decke stecken. Mein Lieben, peace out, yeah. Mein Juice am Start, er lässt mich fliegen wie ein Superstar.
Gin und Juice in Malibu. Bewegte Bilder auf der Kamera. Digi, pack die Route ein, mach's mir nach.